Ja, vielen Dank, Sabine Remp und ihrem Chor, die schon mal mit einem afrikanischen Lied den Auftakt heute Abend gemacht haben. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, zu unserer Ausstellung hier in der Galerie im Kulturcenter Pfeiffer. Der Titel der Ausstellung heißt Zuspiel und für die Ausstellung haben sich 7 Künstlerinnen des Forums Künstlerinnen e.V. zusammengefunden, um gemeinsam ihre Werke zu präsentieren. Es ist eine besondere Darbietung von Kunstwerken, denn es werden nicht nur eigene Werke gezeigt, sondern auch Werke, die die Künstlerinnen gemeinsam geschaffen haben. Sagt schon der Titel Zuspiel, eine hat der anderen etwas zugespielt. Wenn man sich umschaut, so ist es eine facettenreiche, vielfarbige Ausstellung geworden. Kommen. Und da wir manchmal auch natürlich nicht einfach sagen könnten, ja, wir fahren jetzt von hier nach da und arbeiten eine Woche zusammen, das ist manchmal schwierig, habe ich mir gedacht, wir könnten ja die Hälfte der Arbeit machen. Das heißt, einen Teil, eine Arbeit machen, die wir nicht fertig machen, die nur andeutungsweise da ist. Und dann schauen, wer sie fertig machen will. Das heißt, wir haben es so ausgeschrieben, haben dann gesagt, die unfertige Arbeit, die fotografiert ihr bitte und stellt sie jeweils den anderen 6, 7 Künstlerinnen sind wir jetzt. Das hat sich auch ein bisschen verändert durch Krankheit von einer Künstlerin, die ist dann ausgefallen. Das heißt, wir stellen sie den anderen zur Verfügung, die dürfen schauen, welche möchte ich denn gerne weitermachen. Immer unter der Maßgabe, Respekt vor der Arbeit der anderen und einfach weitermachen. Gleichzeitig auch sich nicht gekränkt fühlen, wenn die eigene Arbeit dann einfach ganz anders aussieht hinterher, was dann auch wirklich passiert ist. Und es hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich habe nachher die Wünsche gesammelt. Wer möchte denn gerne welche Arbeit fertig machen? Und es ging wunderbar auf. Es gab eigentlich fast keine Kompromisse. Wir haben uns die Arbeiten gegenseitig zugeschickt, vor den Sommerferien noch, und hatten dann Zeit, die Arbeit jeweils fertig zu machen. Und wie Sie sehen werden, wie wir jetzt ein bisschen gemeinsam durchgehen, sind es ganz interessante Sachen daraus entstanden.